So, da sind wir dabei. Infamous Second Son, weiter geht's. Speziell für die Folge habe ich mich extra in Schale geworfen. Ja, zur Abwechslung meine andere Weste angezogen, die versteinerte. Also es gibt verschiedene Westen in dem Game, die man freischalten kann. Wenn man in den Hauptmissionen weiterkommt und auch ein paar Nebenmissionen macht, da gibt es noch einige andere. Und wir werden mal gucken, dass wir uns vielleicht die eine oder andere auch anschauen, die mal anprobieren. Dann werden im Let's Play einfach, um zu gucken, wie sie auch aussehen. Die Westen verändern sich natürlich jetzt nicht wie Delsons... What? Woher kennst du meinen Namen? Hast du gerade Delson gesagt? Delson oder Bällchen? Das macht einen großen Unterschied, glaub mir. Die verändern sich natürlich nicht wie Delsons Weste. Das heißt, zum positiven Karma hin wird der blaue Vogel immer größer. Und ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, denke ich doch mal. Aber trotzdem, sieht relativ cool aus. Oh, komm schon, echt jetzt? Was zur Hölle, ich will doch nur die Mission starten. Muss der mir ans Bein pinkeln da drüben. Okay. Muss ich erst rüberkommen? Ich merke schon. Oh Gott. Hätte ich vielleicht doch nicht rüberkommen sollen. Ach, wer weiß. Wo bist du? Wo ist der Fucker? Oh, nix. Ach, da haben wir ihn doch. Ah, damit. Ich muss jetzt auch noch da hochgehen, weil du kapitulieren willst. Ja, wenn sie am Kapitulieren sind und ich sie dann töte, kriege ich negatives Karma und das möchte ich nicht. Deswegen muss ich in dem Fall hingehen. Da hat man zum Negativen schon ein bisschen einfacher. Man muss nicht wirklich darauf achten, was man macht. Man muss nur zerstören. Jagd auf Fetch. Schauen wir uns doch mal an, wo unsere Jagd beginnt. Gehen Sie zum Olaf's Schild und suchen Sie nach Fetch. Okay. Olaf's Schild ist da drüben. Fetch Walker? Fetch Walker also? Von Drogen zerfressen. Und die Drogen machten sie zu einer Bioterroristin. Wir brauchen ihre Hilfe, um unsere Straßen von diesem Dreck zu säubern. Dreck, ja. Die Drogen, ja. Entweder kämpfen sie mit uns oder gegen uns. Fucker. Wie heißt nochmal dieses Buch? Ich meine, das, wo drin steht, möge der, der ohne Sünde ist, den ersten Stein werfen? Radikaler! Radikaler! Wow, beeindruckende Selbstbeherrschung. Aber vielleicht wartest du lieber am Neonschild, ja? Das wäre etwas unauffälliger. Außerdem kommt sie bestimmt zum Nachladen dahin. Ja, okay. Da oben sind wahrscheinlich weniger Leute, die ich gern vermöbeln würde. Das auch. Das war übrigens die Bibel. Ich meine, mein Zitat, es war die Bibel, falls du dich fragst. Fürchte. Okay, ich brauche ein Versteck. Ja, das war allerdings die Bibel. Ich weiß zwar nicht, warum du es jetzt nochmal betonst, aber... Ich habe doch eine Scherbe Oh, shit, komm schon. Eigentlich wollte ich nur die Scherbe. Plötzlich bin ich in den Krieg geraten. Wie kann sowas ständig passieren? Oh, komm schon. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der plötzlich im Krieg landet. Ihr wolltet es nicht anders, na gut. Das sind zwei, das sind drei, glaube ich. Acker, spür meine Kette. Oh Gott, da komme ich nicht durch. Ach, das wäre ein Geländer. Würde es smooth durch können als Rauchmensch? Nope. Falsch. Hey, verstecken und warten. Soll ich mich verstecken im Karton oder was? Hier vielleicht? Nein. Oh, ich weiß nicht, vielleicht. Was zeigt da hin? Das zeigt halt echt auf dem Karton. Okay, das ist gut. Überwachung auf Pennerart. Warum auch nicht? Schauen wir doch mal, ob das Versteck funktioniert. Oh Mann, riecht das gut. Ach, warum habe ich denn Dylan keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Nein! Bist du nicht? Wow. Holy shit. Genau wie beim ersten Conduit, den er angefasst hat. Also hat es auch hier scheinbar funktioniert. Wir haben es also doch drauf. Heißt es, wir haben jetzt ihre Buntstiftkräfte? Holy shit! Gib mir ein Blatt Papier, schnell! Wow! Ach, nicht schon wieder!
Genau wie letztes Mal, Delson. Konzentrier dich. Ohne Scheiß, Mann. Konzentrier dich, Junge. Oh, nein. Oh, okay. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Lichtgeschwindigkeit, Baby. Das ist ziemlich cool. Okay. Das sieht nicht nur extrem cool aus, es spielt sich auch extrem cool. Okay, wir können extrem schnell rennen und Neonkräfte entziehen aus jedem möglichen Schild. Ist auch gut. Die gibt's wahrscheinlich auch eher auf dem Boden, auf der Straße. Okay. Ich hoffentlich auch. Oh ja, ich kann's auch. Wie abgefahren ist das denn? Absolut krass. Ah, ich verliere sie. Okay. Wow, ist ja ganz sehr gut. Oh, what? Hör mal auf mit dem Scheiß. Was auch immer das ist. Ich will's haben, aber hör auf damit. Verdammt, ist die schnell. Okay. Funktioniert das? Ja, nicht so wirklich. Es sah in meinem Kopf irgendwie cooler aus, wie es dann letztendlich war. Die haben's alle verdient. Die vielleicht, aber ich nicht. Hör mir doch erstmal zu. Hör mir doch erstmal zu. Was ist das? Ein Gewächshaus? Okay. Ich brauche nur noch ein paar Tage. Um was genau zu machen? Ich weiß auch nicht. Oh, fuck. Hat's eine Mission? Gib Gas! In Anführungszeichen. Nennst du es mal Mission. Das heißt, es sind bestimmte Leute einfach um die Ecke bringen will in der Zeit und deswegen noch ein paar Tage braucht. Wo zur Hölle da lang? Okay. Ich muss beenden, was ich angefangen habe. Ja, kannst du ja machen. Aber bleib doch mal kurz stehen. Ich will dir doch nur Hallo sagen. Komm schon, Neon Ehrenwort. Wir gehören doch jetzt dem gleichen Stamm an, sozusagen. Lass mich einfach in Ruhe. Wow, what the shit? Warst du mich? Auf mich zu warschen. Mann, ich sag's ihr noch im Guten. Ich will ja nichts Böses. Aber irgendwann ist auch gut. Hopp damit. Das ist der helle Fetch. Wo bist du hinge... Ah, okay. Aufs Dach, glaube ich. Da, fuck. Ich glaube, ich bin im Neon... Bin ich in einem Neon-Schild festgehangen? Sieht was so aus. Das ist der Messe doch. Das könnte wehtun. Ah. Ey, Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Du wirst mich nicht zurückbringen. Lass mich einfach in Ruhe. Ist ja gut. Ach, du denkst, ich will dich zurückbringen? Oh, komm schon, nein. Aber ich kann doch nicht mal schießen. Diese Neon scheint Energie, um Fetch zu schwächen. Okay. Die gute Nachricht, weniger Saft für Sie. Okay. Die schlechte Nachricht, wir noch brauchen. Das ist blöd jetzt. Aber es bleibt keine andere Wahl. Au, fuck. All die Buntstiftkräfte. Was zur Hölle, Mann. Geh auf mich, Drecksack! Tja, hör auf, mich umbringen zu wollen. Dann können die Bierreklamen noch ein bisschen weiter leuchten. Ich gehe nicht wieder zurück. Wer denkt denn an die Bierreklamen? Ohne Scheiß mal. Wir brauchen eine Seele, vielleicht. Oh, Latte, oh. Tut mir leid. Ich bin nicht mehr schwach. Kitzelt mich mal. Jetzt nicht das mehr. Das war klasse. Okay, sie denkt also wirklich uns im BOP. Das ist natürlich problematisch. Ich kann ihre Reaktion verstehen, aber... Au, fuck. Lass mich doch mal trotzdem ausreden, vielleicht. Shit. Also, ich brauche noch vier. Wo sind denn noch vier? Da oben vielleicht? Ah, hier geht's auch weiter. Doch mal zu, ich gehöre nicht zu Augustin. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch... Warte, sind das echt Roboter? Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften, sonst nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Roboter wäre awesome, Mann. Okay, zwei Schilder haben wir noch. Da vorne ist das letzte. Ja, wird doch recht dunkel dann. Was ist denn? Oh, fuck, komm schon. Ich weiß, dass ihr da seid. Überrascht mich. Ohne Scheiß mal, mach mal. Oh, okay. Holy fuck. Lass mich einfach in Ruhe. Zur Hölle steckst du. Aufhört.
Probier mal was von deiner eigenen Medizin, Kleine. Fuck, vielleicht soll ich treffen. Das wäre awesome. Treffen würde meine Chancen zu gewinnen um einiges erhöhen. Guck mal so am Rande. Wo bist du? Da bist du. Holy shit. Hat sich jetzt irgendwie ein bisschen geil gemacht oder tat es weh? War mir da nicht so sicher für den Moment. Ich höre dich atmen. Wow, ich habe ein Laserschwert. Was zur Hölle? Oder eine extrem steife Neonkette. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall irgendwas Großes, Hartes in meinen Händen, das leuchtet. Mit dem ich Leute ganz schön hart auf den Kopf treffen kann. Guck mal hier. Durch die Neonkraft, die sieht man auch ein bisschen was. Das ist echt cool. Nicht wieder zurück. Die Eigenbeleuchtung, die man im Prinzip dabei hat mit dem Ding. Die hat echt Angst, Mann. Aber auch richtig heftig. Nein! In die Enge getrieben können Menschen echt am gefährlichsten werden. Okay, ich muss mal ganz kurz hier dahinter chillen. Jetzt nämlich keinerlei Neonquellen mehr, die ich absaugen kann. Ich hab sie alle platt gemacht. Und sie waren köstlich. Oh, crap. Okay. Was gab ein Hadoken? Kein Scheiß. Also so ein kleines, verpuffendes Hadoken irgendwie. Da bist du. Ich entdecke meine neuen Kräfte. Die sind voll awesome. Nein! Jetzt bleib stehen. Mach's doch nicht so schwer für uns beide. Ernsthaft. Geht doch. Nein, nein, nein! Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde, und sie taten es trotzdem. Ich wusste nicht weiter. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Das waren harte Zeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und... Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer, die lassen dich Dinge tun, die... Oh, shit. Oh Gott, Brent. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder, niemand sonst. Das erklärt natürlich auch, warum sie hinter jedem Dealer her ist, den sie finden kann. Gertzin. Alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut, Kumpel. Komm schon. Steh auf. Sehr gut. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachtsinn. Sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein,
Nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschaum mitnehmen, dem wir begegnen. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! Okay, erlösen Sie Fetch. Bringen Sie ihr Selbstbeherrschung bei, indem Sie mit ihr zusammenarbeiten und Seattles illegalen Drogenhandel zerschlagen. Das klingt doch nach einer guten Lösung. Alle sind glücklich. Außer ich Reggie vielleicht. Die Verantwortung für Sie. Ja, weil Verantwortung auch etwas ist, das dir richtig gut liegt. Ich mach das. Gut. Ich bin wegen des Stammes hier, nicht für die Jagd auf Bioterroristen. Ich bin ein Conduit. Er ist cool, er. Ist eigentlich cool, nur heute nicht. Ja. Rein wir. Oh ja, es gibt allerdings einiges zu besprechen. Okay, Mission abgeschlossen, Jagd auf Fetch. Und 7 Upgrades verfügbar, müssen wir auch mal gleich wieder reinschauen. Herr Reggie war nicht allzu glücklich über den Ausgang der Situation, glaube ich, aber... Sorry, ich, ja. Oh, wen haben wir denn da? Ist das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ist knapp. Ich wollte nur mit dir reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Ach, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist anders. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Cool. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst noch kann. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Das ist allerdings wahr. Ist verschickt. Sehr schön. Dem Stamm und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Dann... Mr. Leberwurst. Oh, hey, Fetch, Matty. Die Stadt mit diesen Leuchtkästen verschandelt. Da haben wir unser erstes Kernrelais. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können sie uns verfolgen. Oh. Ich glaube, ich kann sie benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzapfen. Ich wollte es an der Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Überlassen? Und ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Würdest mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an dreckigen Dealern für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Leck mich. Okay, eins von diesen Dingern ist an der Ecke 2. und Main. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Okidoki. Sehr schön, sie kommt also mit Kernrelais suchen. Das sind motherfucking Dealer. In meinem motherfucking Wario. Hey, bist du ein Dealer? Glück gehabt. Ah, ihr seid die Dealer, hab ich recht. Unschwer zu erkennen. Was so? Lass mal einfach in Reihe schalten. Oh, fuck, das war die falsche Taste. Hoppla. Wow. Okay. Das ist extrem cool, wie er die fertig macht, auf jeden Fall. Oh shit, da ist eine Scherbe. Da ist eine Scherbe. Habe ich da einen Schirm kaputt gemacht? Ist irgendwie, tut es mir schon ein bisschen leid, aber irgendwie muss ich auch ein bisschen lachen innerlich. Und ich weiß, dass du jetzt komplett nass wirst. Das ist so ein Zwiespalt. Oh, fuck. Okay, so funktioniert es natürlich auch. Das fühlt sich gut an. Das glaube ich allerdings auch. Okay, dann lass uns mal ganz kurz in die Upgrade-Menü reinschauen. Jetzt haben wir... Ah, okay, hier ist die Neonkraft jetzt links praktisch. Neon entziehen. Erhöht die Neon-Energiekapazität um 20%. Ja. Lass mal eher erstmal... Die Neon-Energie-Kapazität erhöhen. Photonensprung. Drücken Sie X während deines Lichtgeschwindigkeitslaufs, um hoch in die Luft zu springen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir nicht dashen können damit, sondern wirklich nur sprinten. Das heißt, auch wenn wir in der Luft sind und dann Kreis drücken, dann geht er erstmal tief nach unten. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir hier vielleicht ein bisschen an Höhe gewinnen können. Okay, Neonstrahl verbraucht weniger. Schnelleres Entziehen. Hier können wir auch nochmal... Was dazu tun. Asche-Explosion, ne, ist es. Ja, brauche ich erstmal nicht.
Haben wir hier oben im Nahkampf schon ein bisschen was? Ja, hier, Sprint besiegen. Sprinten Sie mit Kreis auf einen sich ergebenden oder hustenden Gegner zu und drücken Sie dann schnell... Achso, das haben wir ja schon... Haben wir uns ja schon mal angeschaut. Aber macht auch jetzt irgendwie noch nicht so arg viel Sinn, weil es eigentlich so auch ganz gut funktioniert. Deswegen lasse ich das mal. Okay, die restlichen Scherben, die lasse ich mir erstmal übrig. Hallöchen. Tut er das? So kann man es auch sagen, ja? Mach dein Handy aus. Es beleuchtet nur dein dummes Gesicht. Ach, da ist doch der Handscanner. Könnte ein bisschen gefährlich werden, vor allem wenn jetzt hier ein DOP-Truck vorbeifährt. Ich warte, dass wir ein bisschen weiter sind. Okay. Außerdem so komplett ohne Kräfte in Anführungszeichen. Sorry, ich muss die Maschine hier abfacken. Oh. Sie hat auf die Schnauze gehauen. Wie einen Vollidioten. Letztes Mal bessere Schuhe angezogen heute Morgen. Würde mich ankotzen, wenn meine komplette Ausrüstung dreckig wäre. Okay, das ist, hat relativ smooth funktioniert. Können wir jetzt eigentlich auch... Wie ist denn das eigentlich? Kann ich meine Kräfte jetzt wechseln, oder? Was? Meine Rauchkraft ist weg? Okay. Was nützen einem denn neue Kräfte, wenn man die alten dafür hergeben muss? Ernsthaft? Was? Das ist nicht so cool. Gut, okay, vielleicht... Können wir dann irgendwann wieder wechseln oder wie auch immer, haben wir die Möglichkeit, dann unsere alte Kraft wieder zurückzubekommen, wenn wir mal die neue Kraft im Prinzip ein bisschen ausgebildet haben. Das heißt, die Kernrelis gefunden haben und das machen wir auch beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!